Edgar Wright is schrijver, maar vooral ook de beroemde en invloedrijke cineast Die Heimat maakte. Een monumentale kroniek van het Duitsland van na de Eerste Wereldoorlog tot en met de eeuwwende. Wright was tevens een goede vriend van Joris Ivens. En in die hoedanigheid was hij op 18 november in Lux toen daar de DVD-box met het complete werk van Ivens werd gepresenteerd. De muze was erbij en sprak kort met Wright. Ich habe in vielen Ländern der Welt gelebt und betrachte meine Heimat aus einer Distanz. Das ist sehr wichtig, diese Distanz. Wäre ich dort geblieben, würde ich das nicht machen können. Ich habe immer versucht, die Zeitgeschichte zu verstehen, weil die Mechanismen, die die Menschen formen, sind sehr schwierig, sehr schwierig. Und man versteht es am besten, wenn man das Leben der Einzelnen, von einzelnen Menschen beschreibt. Joris Ivens hat nur die Heimat 1 gekannt. Schon bei der zweiten Heimat lebte er nicht mehr. Ja? Und die Heimat 1 hat er sehr geliebt. Er hat sogar diesen Film, der 16 Stunden lang ist, im Alter von 90 Jahren gesehen, ohne Unterbrechung. Also er war so begeistert, dass er nicht wollte, dass man den Film unterbricht. Er hat 16 Stunden gesessen. Ja. Im Jahre 1984 auf einem kleinen Festival in Italien, in Rimini, haben wir uns kennengelernt. Und seitdem gab es eine Freundschaft bis zu seinem letzten Film. Er ist ein großes Vorbild, er ist ja ein Pionier. Ein Pionier der Filmkunst. Und er hat immer nach den neuen Möglichkeiten gesucht und er hat auch ein Verhältnis gehabt zu den technischen Entwicklungen. Das war für mich immer ein Vorbild, so zu denken. Ja. Ich glaube nicht, und auch Joris Ivens hat nicht geglaubt, dass man mit der Filmkamera einen objektiven Blick in die Geschichte werfen kann. Es ist immer transportiert durch den persönlichen Blick des Filmemachers. Und das ist bei mir auch so. Also ich denke, jeder Film ist ein Zeugnis davon, dass ich als Filmemacher dort gewesen bin mit meiner Kamera. Und das transportiert mehr als das sogenannte objektive Bild. Also die Frage, ob es eine objektive Wirklichkeit überhaupt gibt oder ob es eine Wahrheit gibt, ist nicht so sicher. Also wir sind nicht so sicher. Es ist auch in vielen Gesprächen, dass ich mit Joris Ivens hatte, für ihn, der als Dokumentarist gearbeitet hat, ich mache ja Spielfilme, also, war immer die Frage, was ist, what is reality, was ist die Wirklichkeit? Und wir haben immer gefunden, es gibt eine Wirklichkeit, das ist der Film. Und das verbindet uns eigentlich. Ja.